Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi-Folge. Und heute möchte ich mich mal den Game Boy Advance widmen. Ich habe da eine Seite gefunden, wo so ein paar schlechte Game Boy Advance Spiele aufgelistet sind. Und unter anderem ist da auch Mortal Kombat Advance aufgelistet. Und das scheint so ein bisschen den Game Boy und Game Boy Color Trend der Mortal Kombat Spiele fortzusetzen, leider. Und soll sehr, sehr schlecht sein. Ne? Wie immer, ich bin kein Experte, was das Fighting-Game-Genre angeht, aber ich gucke natürlich mal rein und lass uns mal zusammen listern. Also grafisch muss ich sagen, geht's eigentlich. Also da bin ich jetzt irgendwie nicht komplett irgendwie abgeschreckt. Wie immer, ich habe keine Ahnung, wer ist. Ich nehme meistens immer die Charaktere, die weiblichen schnellen Charaktere, weil irgendwie... Okay. Ich glaube, ich habe hier die falschen Tasten gedrückt. Ich dachte, ich drücke hier einfach... Okay, ich muss Start drücken, um weiterzugehen. Mein Fehler. Wir machen natürlich hier einmal Novice, also Anfänger. Das ist natürlich der typische Mortal Kombat Spielmodus, wo man sich diesen Turm hochspielt. Okay. Also, ja, technisch gut. Ich muss sagen, es sieht okay aus. Der Game Boy... Advance hätte, glaube ich, so ein bisschen mehr irgendwie auf jeden Fall leisten können. Macht überhaupt was? Der wehrt sich ja gar nicht, hä? Ich weiß, ich spiele es ja als Anfänger, aber... Also auf jeden Fall ist es ja, ich sag mal, ein kleiner Super Nintendo, ne? Also ich erwarte so ein bisschen Super Nintendo Qualität davon. Und davon, ja, also wie gesagt, es hätte ein bisschen besser sein können wahrscheinlich... Aber ist nicht verkehrt. Die Musik nervt jetzt schon, weil das ist irgendwie das, keine Ahnung, 5 Sekunden Sample, was irgendwie ständig irgendwie geloopt wird. Das nervt natürlich etwas. Steuerung und sowas geht eigentlich. Das ist mir jetzt verwundert, dass das jetzt so schlechten Ruf hat. Aber wie gesagt, ich bin halt jetzt auch nicht so tief in diesem Genre drin, dass ich da jetzt irgendwie jetzt sagen könnte, okay, genau das ist es. Oder vielleicht... Würdest du das jetzt gleich äußern, weil oft ist es ja so, dass die ersten beiden Kämpfe oder ähnliches noch relativ einfach sind. Aber irgendwie... Pff, hat... Okay, ich wollte gerade sagen, kann der Gegner irgendwie nicht wirklich was mir entgegensetzen? Dann habe ich irgendwie 2 Schläge kassiert. Okay. Der rafft auf jeden Fall irgendwie nicht... Also, KI scheint Probleme zu haben. Weil irgendwie hat der jetzt auch nicht wirklich kapiert, dass er nicht weiter zurückgehen kann. Also irgendwie scheint hier das so ein bisschen im Detail zu sein. Also von der Steuerung her an sich. Da sind die Titel auf dem klassischen Gameboy natürlich wesentlich irgendwie schwerfälliger. Er hat natürlich hier das Problem, dass es natürlich jetzt keine 6 Tasten wie der Super Nintendo hat oder ähnliches. Oder hier diese Fighting Boards, die dann irgendwie... ja, auch 6 Tasten, glaube ich, haben. Ne? Das ist, glaube ich, so Standard irgendwie. Okay. Ich wollte gerade lästern, dass das die Gegner nichts können. Und jetzt verkacke ich selber. Boah. Ja. Sowas mag ich ja. Wenn man einfach nichts mehr machen kann, ne? Mal gucken. Also, ich weiß nicht. Also, ich habe es mal hier bei Game FAQ gesehen und so weiter. Da hat das wirklich eine ähnlich schlechte Bewertung. Ich persönlich finde es jetzt nicht. Obwohl, ja, ich weiß nicht. Also, ich mag ja allgemein solche Spiele nicht, wo man so im Dauer-Lockdown sein kann. Ne? Also, ein bisschen. Aber das kann natürlich auch daran sein, dass ich natürlich jetzt auch irgendwie nicht gerade blocke oder ähnliches. Machen wir mal eine übliche Taktik. Ich drücke hier einfach irgendwelche Tasten. Und... Okay. Ich habe natürlich keinen Finisher, keine Combo irgendwie hingekriegt. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Ist okay. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Spiel jetzt kompletter Müll ist. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Ich mache noch diesen Einkampf. Okay, also irgendwie... Also irgendwas fühlt sich komisch an, aber ist nicht so in Sachen der Steuerung, sondern eher so ein Gegnerverhalten, finde ich.
Aber es kann auch daran liegen, dass ich natürlich jetzt auch auf Anfänger spiele und nicht irgendwie auf Profi. Da kann natürlich jetzt sein, dass das Skill-Level natürlich dann dramatisch steigt oder ähnliches. Ja, ist halt so. Ist halt so allgemein, so Fighting Games Genre auf den Game Boys. Ob das jetzt wirklich immer nötig war, weiß ich nicht. War natürlich immer so ein bisschen dafür da, um Kohle zu machen, ist ja ganz klar. Hm? Ach, shit. Ja, also. Ich würde sagen, die Game Boy und Game Boy Color Titel finde ich definitiv schlechter. Kann man spielen, aber wirklich gut ist es nicht. Ich glaube, bei den Namen Mortal Kombat, da wartet man auch einfach irgendwie mehr. Aber lass uns mal zum nächsten Spiel schauen. Und das nächste Spiel ist Shrek Swarm Kart Speedway. Wie man es an dem sehr verpixelten Menü ja sehen kann. Also ich finde, dieser Schriftzug, alter Falter. Also da haben sich jetzt keine Mühe gegeben, irgendwie das gut zu skalieren, das gut lesbar zu machen. Da haben sie wahrscheinlich, ey, das ist unser Logo, ja, lass uns das draufklatschen und gut ist. Ja, Shrek, Lizenzversoftung, es gab wirklich, wirklich viele Spiele mit Shrek. Ja gut, als die Filme rauskamen, waren sie natürlich super populär, sind natürlich immer noch, ja, Klassiker-Animationsgeschichte. Was hat man gemacht? Man hat natürlich ein Kart Racer draus gemacht. Ja, warum? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt mit der Schreckwelt jetzt auch nicht so vertraut, muss ich sagen. Ich nehme hier mal die drei Schweinchen, die finde ich ganz lustig. Und ich merke hier schon, grafikmäßig hätte man es ein bisschen besser alles irgendwie anpassen können, finde ich. Okay, warum gibt es da eine Weltkarte? Es wirkt alles sehr, sehr schwammig. Es wirkt nicht so klar. Okay, ach du Scheiße. Seht. Gott! Was sind denn das für Soundfiles? Die Musik, okay. Geht. Aber die Sound. Hört ihr das? Wenn ich irgendwo gegenfahre. Gott, das ist irgendwie ein Billo-Soundfile. Und auch hier, die Grafik ist viel zu krümelig, um hier irgendwie klar was zu erkennen. Also ich weiß nicht. Das hätte man doch alles wesentlich klarer irgendwie hinkriegen können, finde ich. Also, nee. Also, als Steuerung, das Spielgefühl ist nicht gut. Ihr merkt es vielleicht schon. Es wirkt so wirklich. Klar, diese Kart Racer sind natürlich alle so im Prinzip so aufgebaut, dass man stehen bleibt. Und die Welt oder die Strecke um einen herum, die bewegt sich dann. Macht der Mario Kart im Prinzip auch. Aber die verstecken es irgendwie besser. Und hier merkt man das so ganz stark irgendwie. Und das finde ich, das wirkt immer gleich so automatisch so billig. Ich weiß nicht, also ich spiele zum ersten Mal. Ich mache mich ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist so ein Pixelbrei ohne Ende. Das hat so ein bisschen das Problem, was auch bei einigen klassischen Gameboy-Portierungen machen, dass sie irgendwie zu viel auf dem System darstellen wollten. Und dadurch, dass sie es zu komplex machen wollten, sieht es einfach zu kacke aus. Ja, die Steuerung ist okay. Kart Racer eben. Also das, was man eigentlich erwartet. Ich mache hier mal das Zoom-Fieber. Ach nee, warte. Anscheinend ist das hier ein Rally Cup. Guckt euch das mal an. Musik nervt. Sound ist schrecklich. Okay, die. Was sind das? Äpfel oder Kürbisse? Das sind wahrscheinlich hier das, was. Wie darf ich die? Ach, das ist so ein Schutzschild wahrscheinlich. Ich dachte, das wäre so wie hier im Super Mario Kart diese. Ach. Das ist ein Abgrund. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so ein Ölfleck ist, der mich einfach nur verlangsamt. Warum gibt es Abgründe auf der Strecke? Und ich habe da doch gerade nur die Kante irgendwie touchiert und fall trotzdem rein. Oh, dieser Soundeffekt, ne? Aber weil ich jetzt immer kleiner ist, nehme ich mal an, irgendwie Special-Fähigkeit von irgendwem. So ohne Erklärung. Schwierig. Also, Gott. Oh Mann, dieser Ton. Warum? Ist das immer dasselbe
Sample, was abgespielt wird. Wieso kann man das nicht irgendwie ein bisschen variieren? Ey, dieses scheiß Loch da. Wieso bin ich da jetzt nochmal reingefallen? Nee. Also, da finde ich noch Mortal Kombat wesentlich besser. Das hier ist einfach hier so, boah. Selbst wenn ich jetzt so der Überschreck-Fan wäre, da gibt es ja andere Spiele. Ich glaube, Super Mario Kart, ich bin kein Game Boy Advance-Experte, aber Super Mario Kart dürfte es, glaube ich, für das System auch geben. Das ist jede Wette tausendmal besser als dieser Scheiß hier. Also, hier hätte man so ein bisschen was draus machen können. Wollte man wahrscheinlich nicht, weil das hätte Geld gekostet und die Lizenz war schon teuer genug. Nicht meins. Nicht meins. 5 Minuten sind auch schon fast vorbei, sehe ich gerade. Nee, also hier bitte Finger weg. Mortal Kombat Advance, wie gesagt, würde mich mal eure Meinung für interessieren. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.